Ich freue mich auf ein paar Ausführungen zum Thema, wie man das Ganze jetzt, diesen Innovationsboost nachhaltig gestalten kann. Denn ich glaube, dass wir haben gerade gesehen, alles ist gerade in Beta, alles ist gerade Minimum Viable Product, also gerade so, dass wir es morgen auf den Markt werfen, es muss schnell gebaut werden. Wie viel bleibt davon in den nächsten Wochen und Monaten übrig, wäre jetzt so eine Frage, die ich gerne nach New York weitergeben würde. Erstmal schön, dass wir zugeschaltet sind. Ja, schönen guten Morgen, kann man ja hier noch sagen, aus New York. Danke für die Einladung. Und ja, wir sind ja schon mittendrin in dem Thema, was macht die Corona-Krise mit Medien und welche, neben den natürlich offensichtlichen Risiken und Problemen, die dadurch auch entstehen, welche Chancen ergeben sich? Und darüber würde ich ganz gern ein paar Minuten sprechen und dann haben wir ja auch noch ein bisschen Zeit für Fragen in dieser Runde. Auf jeden Fall, einfach in den Chat reinhauen. Super, wunderbar. Ja, also ich beschäftige mich hier mit meinen Kollegen an der Schule, wie der Thomas Hinrichs das vorher in seinem Beitrag ja schon angesprochen hat, sehr viel mit dem Thema Transformation und wie man Medien fit für Transformation und Innovation macht und vor allem Führungskräfte in Medien fit für Innovation und Transformation macht. Und das ist natürlich ein ganz interessantes Paradox, das wir jetzt sehen. Einerseits sind natürlich die Herausforderungen, die die Corona-Krise mit sich bringt, ganz offensichtlich, abgesehen, und darüber müssen wir, glaube ich, nicht mehr sprechen, das ist uns allen klar, dass die gesundheitliche und emotionale Herausforderung, mit dieser Krise umgeben zu sein, eine sehr große ist. Aber konkret für Medienhäuser heißt es natürlich auch, dass ihre bestehenden Geschäftsmodelle noch schneller teilweise wegbrechen, als das in allen Planungsszenarien sichtbar war. Die Reaktion des Werbemarkts, die in manchen Medien tatsächlich dazu geführt hat, dass sie mehr oder weniger werbefrei sind, werbefreie Ausgaben haben oder nur mehr Restplatzvermarktung im Digitalen übrig haben, weil eben die Firmen gerade nicht werben wollen. Aber auf der anderen Seite, das bringt natürlich wahnsinnig viele Probleme mit sich, aktuelle finanzielle Probleme, aber auf der anderen Seite ist es halt dadurch kompensiert, dass wir sehen, dass so gut wie alle Medien in Deutschland, in England, in den USA, mit denen ich in den letzten Tagen gesprochen habe, wahnsinnig stark steigende Zugriffszahlen verzeichnen. Die Medien, die schon irgendeine Art von Subscription- oder Abo-Modell haben, unfassbar viele neue Probeabos, Vollabos, Vollzahlerabos verzeichnen. Das heißt, man sieht, dass da einfach ganz viel in Bewegung geraten ist. Ihr habt vorher schon dieses Meme angesprochen, das da überall im Internet kursiert, dieses, wer hat denn eigentlich Transformation und Digitalisierung in eurem Unternehmen tatsächlich vorangetrieben, CTO, CEO oder Covid-19? Und tatsächlich ist das natürlich so, dass diese aktuelle Krise bestehende Trends nochmal ganz, ganz stark beschleunigt hat. Jetzt ist die Frage, wie gehen wir als Medienhäuser und als Branche damit um? Natürlich haben wir alle, und das ist ein natürlicher menschlicher Instinkt auch, alle Journalisten, mit denen ich in den letzten zwei Monaten gesprochen habe, arbeiten de facto rund um die Uhr. Kombiniert mit dem Problem, dass sozusagen die Werbeerlöse zurückgehen und dass teilweise Kurzarbeit angemeldet wird in Verlagen, heißt das, dass die jetzt arbeiten, eigentlich nochmal viel mehr arbeiten und viel intensiver arbeiten und wirklich teilweise am Rande eines Burnouts auch stehen, aufgrund dieser hohen Arbeitsbelastung. In dieser Phase und sozusagen in diesem emotionalen Zustand ist es natürlich ganz schwer, sich zu sagen, was ist denn die Zukunft? Was wird denn vielleicht in einem oder anderthalb Jahren uns erlauben, noch stärker aus dieser Krise herauszugehen? Weil wir natürlich alle als Menschen emotional auch gefordert sind und uns schwer tun, die positiven Seiten an dieser schlimmen Situation zu sehen. Tatsächlich, glaube ich, gibt es aber einige positive Seiten, einige Dinge, die uns gegebenenfalls erlauben werden, als bessere, als stärkere, als stabilere, businessmäßig stabilere Branche aus dieser Krise herauszugehen. Und ein paar davon würde ich ganz gerne mal in den Raum werfen zur Diskussion.
Das Erste, was wir sehen, ist, und das hat eine internationale Gallup-Studie vor einigen Tagen gezeigt, dass plötzlich das Thema Vertrauen in bestehende und traditionelle Medienmarken wieder ganz, ganz wichtig geworden ist. Wenn man sich die Nutzungsszenarien jetzt ansieht und das Nutzungsverhalten der Medienkonsumenten, dann wird relativ klar, dass eine Krise keine Zeit ist, in der Menschen sich nach neuen Marken umsehen. Es ist eine Zeit, in der sie sich zurückbesinnen auf Marken, zu denen sie schon eine emotionale Beziehung haben. Was das also für uns bedeutet, ist, dass wir ein relativ einzigartiges Window of Opportunity sozusagen hier haben, das uns erlaubt, auf dieses Vertrauen wieder aufzubauen, wenn wir dieses Fenster entsprechend nutzen. Das sehe ich also als einen tatsächlich großen Vorteil. Zweiter Punkt, ich weiß, dass jeder Verlag, wir haben das auch immer in unseren Verlagen getan, jeder Verlag, der ein Printprodukt hat, hat irgendwo in der Schublade Szenarienplanungen liegen rund um das Thema, wie lange gibt es dieses Printprodukt noch, was tun wir, wenn es das nicht mehr gibt. Und diese Szenarien rangieren irgendwo zwischen manche vielleicht 5 Jahre, manche 10, manche 15, manche 20. Das, was jetzt natürlich tatsächlich passiert, ist, dass diese Beschleunigung bei einigen gerade Zeitungsverlagen auch dazu führt, dass nochmal überdacht wird, wird man nicht vielleicht früher damit aufhören, Printprodukte zu produzieren. Ich bin an und für sich, also man glaubt das ja immer, wenn man so ein Digitalmensch und Digitalinnovator ist, dass man dann es gar nicht erwarten kann, dass es Print nicht mehr gibt. Das ist überhaupt nicht so. Also ich konsumiere auch wahnsinnig gern selber Print und glaube, dass für viele Magazine und Ähnliches noch eine lange Printphase geben wird. Aber ich denke, für Zeitungen bietet sich durch diese Krise jetzt auch die Chance, vielleicht den Cut vor allem einer täglichen Zeitungsausgabe schneller zu machen und den Shift Richtung digital zu beschleunigen. Das ist mein dritter Punkt, das Thema digitale Abos und digitale Nutzung. Ich denke, man sieht jetzt ganz klar, und das sieht man auch an den Nutzungsstatistiken jetzt schon, dass ganz, ganz klar mehr mobil genutzt wird, dass Nutzer digitale Abos auf Mobilgeräten abschließen. Das heißt, ich glaube, es bietet uns jetzt auch ganz deutlich die Chance, noch stärker in Richtung digital zu transformieren und digitale Nutzung zu transformieren und vor allem auch digitale Bezahlmodelle zu priorisieren in unseren Medien. Und dann möchte ich gerne als vierten und letzten Punkt noch etwas sagen zu dem Thema Kultur und Führungskultur. Eine Sache, die uns natürlich allen, die wir in eher traditionellen Medienhäusern groß geworden sind, klar ist, ist, dass Transformation vor allem auch ein Kulturthema ist. Nun ist es so, dass man sich 100-mal sagen kann, wir wissen, wir sollten uns da jetzt schon langsam mal in Richtung kollaborativeres Arbeiten, moderne Führungskultur bewegen. Aber wenn der Druck und sozusagen der Druck von außen nicht groß genug ist, dann neigt man natürlich dazu, diese massiven Transformationsprozesse immer wieder mal auf die lange Bank zu schieben. Das, was wir tatsächlich jetzt als Riesenchance nutzen können, ist, wir haben jetzt Organisationen, die sich notgedrungen darin üben, wie digitales Arbeiten funktioniert, wie Arbeiten von zu Hause funktioniert, wie man in interdisziplinären Teams über Slack kommuniziert, wie Produktentwicklung gemeinsam mit Technologie, Redaktion, der Business-Seite und dem Marketing funktioniert. Das ist tatsächlich ein Push, den man nutzen kann. Das ist eine gewonnene Energie, die man nutzen kann, wenn man es schafft, sie weiter in die Zukunft mitzutragen und mitzunehmen, ist das eine Riesenchance. Wir sehen jetzt, dass viele Medienhäuser international, vor allem auch in den USA, eigene Corona-bezogene Produkte gestartet haben. Nun wird kein einziger Corona-Newsletter für sich genommen ein Medienhaus retten und ein Geschäftsmodell für die Zukunft abbinden. Aber das, was ein Corona-Newsletter oder eine neue Neighborhood-App tun kann, ist, sie kann dieses interdisziplinäre, agile, gemeinsame, digitale Arbeiten beginnen in
Legacy-Medienunternehmen zu verankern. Und das ist tatsächlich eine große Chance, die ich in Medien sehe und die auch tatsächlich aktuell sehr stark genutzt wird. Ist es dann so, dass du das siehst, dass letztendlich diese Corona-Formate, die jetzt gerade entstehen, Neighborhood-Apps oder Corona-Newsletter gerade als Beispiel, dass damit Formate und Arbeitsweisen entstehen, die auch themenübergreifend dann später bleiben können? Das wäre natürlich die Notwendigkeit, denn jetzt einfach Ressourcen in etwas zu investieren, das jetzt für ein paar Wochen oder gegebenenfalls Monate relevant ist und das man dann mehr oder weniger wegwerfen kann, ist natürlich kein effizientes und skalierbares Produktentwicklungsarbeiten. Die große Frage ist also, wie können wir diese Produkte, die ja nichts anderes im Sinn haben, als einer Community einen ganz bestimmten Service zu bieten, ein ganz bestimmtes Bedürfnis, ein ganz bestimmtes Informations- oder Vernetzungsbedürfnis zu erfüllen, wie können wir dieses Mindset, dieses serviceorientierte, nutzerorientierte Mindset, um unsere Communities besser zu bedienen, wie können wir das weiter mitnehmen? Und das heißt natürlich auch, diese Produkte so zu bauen, dass man sie nicht als One-Shots mehr oder weniger produziert, sondern sie so zu produzieren, dass man es den Nutzern, den Kunden, den Lesern, den Zusehern auch ermöglicht, Feedback zu geben. Frage aus dem Chat, welche Rolle kommt denn da den Konsumenten zugute? Also wie sehr kann man da jetzt gerade nutzerzentriert arbeiten, dass man sagt, wir glauben, das wollen sie oder wir wissen, das wollen sie oder wird eher aus dem Bauchgefühl ein Medienprodukt entwickelt, das dann passen muss? Also ich glaube tatsächlich, dass das ist tatsächlich etwas, was man halt hier in den USA sehr stark beobachten kann. Eigentlich keines der großen Medienhäuser, die erfolgreich sind mit ihrer Digitalstrategie, sei es Broadcast oder Printmedium oder Magazin oder Radio, es gibt eigentlich keines, das nicht nutzerzentriert arbeitet. Das heißt, das Thema in den Diskurs gehen mit den eigenen Lesern und Kunden, versuchen zu verstehen, welche Bedürfnisse sie haben und was für Erwartungen sie an eine Medienmarke haben und an die Produkte dieser Medienmarke und daraus dann entstehend bessere Produkte zu entwickeln, die nicht nur ihren Markt finden, sondern für die Menschen auch bereit sind zu bezahlen. Das ist natürlich die Königsdisziplin und ich glaube, es ist auch, es wird immer klarer, dass das Thema, wir stellen einfach Inhalte bereit, die ein gewisses Lesevergnügen bieten. Das ist ein Teil von unserer Wertschöpfung, ein Teil unserer Value Proposition, wenn man so will. Aber das Thema Community schaffen, Vernetzungsmöglichkeiten schaffen, Serviceleistungen und Information bieten, ist eben auch ein ganz starker Teil. Und welche diese Serviceleistungen sind und diese Vernetzungsmodalitäten, das kann man nur rausfinden, wenn man mit seiner jeweiligen Community auch in Kontakt tritt. Noch eine letzte Frage aus dem Chat. Letztendlich hast du du hast gerade das Beispiel aus dem amerikanischen Markt gebracht. Hast du den Eindruck, dass es da gerade Beispiele gibt, wo sich Deutschland oder europäische Medien versus amerikanische oder vielleicht sogar asiatische Medienangebote gerade in ihrer Innovationsfreude drastisch unterscheiden oder kochen wir alle mit demselben Wasser? Ist schwer zu sagen. Also ich tue mir immer schwer mit so generalistischen Vergleichen, weil man muss sich natürlich klar sein, auch in den USA gibt es Wall Street Journal, New York Times und Washington Post und das unterscheidet sich ganz, ganz stark davon, was irgendwelche kleinen regionalen Medienhäuser im mittleren Westen tun. Also so generalistisch kann man es nicht sagen, aber das, was man schon sieht, ist, dass die Dringlichkeit in den USA natürlich ein bisschen eine andere ist, denn man muss sich bewusst sein, dass es hier, natürlich gibt es auch so etwas wie Kurzarbeit oder entsprechende Programme, nur das heißt dann tatsächlich, dass die Menschen dann die eine Woche, die sie nicht arbeiten, auch nichts bezahlt bekommen und nicht versichert sind. Das heißt, die Dringlichkeit hier zu sagen, wir müssen jetzt Dinge entwickeln, die uns in die Zukunft bringen, die ist schon gefühlt eine größere, als sie es vielleicht in manchen europäischen Ländern ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass man sich da in Sicherheit wiegt. Das Gefühl habe ich nicht. Aber ich hatte doch einige Konversationen in den letzten Wochen mit Verlagen in Deutschland, Österreich, der Schweiz oder England, wo noch so ein bisschen die Hoffnung da ist, nun wir durchtauchen das jetzt 2-3 Monate mit Kurzarbeit. Da gibt es ohnehin die Förderungen und dann
wird sich schon wieder ein bisschen fangen, um das mal so auszudrücken. Also ich glaube, dass dieser Sense of Urgency, den sehe ich schon noch stärker hier in den USA, als ich ihn in Europa sehe. Ist es denn einfach für die Verlage, dass sie einfach sagen, naja, wir haben bisher die Printfans gehabt und die lesen uns jetzt einfach online? Also kann man diese Zielgruppen jetzt in den Zeiten von Corona einfach easy rüberschiften? Nee. Oder? Also easy ist das, glaube ich, wie jeder, der mal im Bereich Transformation in Medien gearbeitet hat, weiß, dass easy ist das alles nicht, weil es Veränderung ist und Veränderung ist nie einfach. In dem konkreten Fall, in der von dir angesprochenen Frage, die Hoffnung, dass man Printleser eins zu eins digitalisiert, ich glaube, der Hoffnung darf man sich nicht hingeben. Genauso wie der Hoffnung, dass man Fernsehzuseher in digitale Videos eins zu eins transformiert oder ähnliches. Ich glaube, tatsächlich ist es so, dass wir, Strategie bedeutet halt auch immer, Dinge aufzuhören in dem Bewusstsein, dass sie zwar jetzt vielleicht noch gut funktionieren, aber in Zukunft gegebenenfalls eben nicht mehr funktionieren werden und dass man Dinge, die noch ganz okay sind, vielleicht auch beenden muss, um Ressourcen freizuspielen für Neues. Das heißt, ich glaube tatsächlich, dieses Rüberschiften funktioniert bei einem Teil der Zuseher oder der Leser, aber tatsächlich ist es so, dass wir uns Gedanken darüber machen müssen, wie wir die Zielgruppe, die jetzt zwischen 0 und 25 Jahren alt ist, erreichen. Und die sind natürlich nicht die, die auf irgendein iPad-E-Paper-Angebot dann umsteigen. Ich könnte mir vorstellen, dass Jochen Wegner schon mit den Füßen scharrt, weil er wahrscheinlich genau hier einklicken könnte, der gleich als nächstes zu uns kommen wird von Zeit Online. Vielen Dank erstmal, Anita Selina. Viele liebe Grüße nach New York. Bitte gesund bleiben. Na? Herzlichen Dank, das probieren wir hier alle, ja.